Heute zeige ich euch, wie ihr eure Bitcoin auf einer Smart Card speichern könnt. Das natürlich mit dem Spectre Shield. Dafür steckt ihr die Smart Card hinten in den Spectre Shield rein. Wichtig, dieser Chip hier muss quasi nach unten gehen. So. Und jetzt müsst ihr den nochmal ein- und ausschalten. Ihr könnt auch beim ausgeschalteten Zustand eben schon in die Karte reinmachen. Und weil ich eben keinen Code drin habe, gehe ich einfach auf Next. Ich muss sogar, wenn die Karte jetzt neu ist, extra einen PIN-Code festlegen. So. Dann gehe ich auf Generate New Key. Und hier habe ich wie immer die Möglichkeit, eben die Wörter nochmal auf 24 zu erhöhen. Und ich kann ihn nochmal abändern. Ein ganzes Tutorial findet ihr oben rechts. Gehe ich hier auf Done. Jetzt habt ihr auch schon die Möglichkeit, das Ganze auf der Smart Card zu speichern. Dafür geht ihr einfach auf Settings und dann hier auf Smart Card Storage. Hier könnt ihr dann Save Key to the Card, eben den Key auf die Karte drauf speichern. Also hier steht, dass eben das Ganze. Es gibt eben zwei Optionen. Einmal, dass es eben mit allen verschiedenen Spectre Shields benutzt werden kann. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber vielleicht auch mit anderen Geräten noch. Das wäre dann eben Keep as Plain Text. Oder man kann es eben encrypten. Was heißt, es geht dann wirklich nur mit diesem Spectre Shield, mit keinem anderen. Ich probiere jetzt erstmal die linke Methode, also Keep as Plain Text. Und dann ist es schon drauf gespeichert. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Nämlich habe ich noch einen zweiten Spectre Shield da. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal hier die Karte raus. So. Und dann in den anderen die Karte rein. Starte den mal. So. Dafür gehe ich jetzt einfach hier wieder auf Next. Load Key from Smart Card. Und zack, jetzt bin ich eben wieder hier, wo ich davor auch war. Diesen Seed habe ich jetzt eben immer auf der Smart Card drauf, kann ihn mit verschiedenen Spectre Shields einlesen und auslesen. Kann jetzt hier, wenn ich auf Master Public Keys gehe, Multisig Singles, hier kann ich mir ein Wallet erstellen mit Spectre Desktop. Wie das genau geht, habe ich ein ganzes Tutorial abgefilmt, da noch mit Stift und Papier. Aber das genau eins zu eins anwendbar mit der Speicherung auf der Smart Card, also wenn ihr es auf der Smart Card gespeichert habt, das ganze Tutorial findet ihr am Ende des Videos und nochmal unten in der Videobeschreibung. Bevor ich euch jetzt die zweite Methode auch noch zeige, muss ich erstmal eine Warnung geben, denn es ist wichtig, dass es zurzeit so ist, dass man nur einen einzigen Seed auf einer Smart Card drauf speichern kann. Also es wird sich auch nicht ändern, aber das Problem ist, dass es keine Warnung gibt, wenn man einen zweiten Seed drauf speichern möchte. Und der wird dann einfach überschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt den Spectre Shield außen wieder anmache, so, und jetzt eben neuen Key erstelle, also neuen Seed, dann den Seed eben auf die Smart Card drauf speichere. Und jetzt Save Key to Card gehe. Dann kommt wieder das gleiche Menü wie sonst. Ich mache es wieder Keep as Plain Text. Dann speichert es drauf. Es zeigt an, dass alles funktioniert hat. Aber im Hintergrund wurde der alte Seed gelöscht, was man jetzt nicht gemerkt hat. Deswegen ist es wichtig, dass ihr da immer aufpasst, eben nicht aus Versehen euren Seed, wo was weiß ich, 1000 Euro drauf sind, den ihr am besten noch nicht mal irgendwo anders nochmal aufgeschrieben habt, überschreibt. Das wäre natürlich sehr, sehr blöd. Dafür würde ich euch übrigens ein Terra Slate Paper empfehlen, das eben reiß- und wasserfest ist und dann ist euer Seed eben nochmal deutlich resistenter, als wenn ihr ihn einfach nur auf ein normales Stück Papier draufschreibt. Link ist übrigens auch in der Infobox. Jetzt zeige ich euch noch die verschlüsselte Methode, die ich sogar ein bisschen cooler finde, wo es eben nur mit dem Gerät eben benutzt werden kann, also der Seed gelesen werden kann, mit dem ihr den auch gespeichert habt. Dafür, warte, schalte ich es nochmal ein und wieder aus.
Dell 9 Seed. Gehe wieder auf Smart Card Storage. Save Key to the Card. Und diesmal die encryptete Version. Also es ist eben dann wirklich nur mit diesem Spectre Shield und mit keinem einzigen anderen. Oder man kann ihn eigentlich nicht anders von der Karte eben lesen, als mit diesem Gerät. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall nochmal empfehlen, das Ganze nochmal auf ein Blatt Papier, einen Zettel aufzuschreiben, den ganzen Seed, dass, falls eben dieses Gerät kaputt geht, wo ihr das eben benutzt habt und ihr diese encryptete Version benutzt habt, dann ist eben euer Geld weg, wenn ihr es nicht den Seed noch irgendwo anders aufgeschrieben habt. Deswegen würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Aber das ist dann halt das Coole, ihr könnt eben diesen Zettel dann eben sehr tief verstauen, sodass ihr ihn eigentlich nur ihr findet, dass er eben sehr gut versteckt ist. Und die Smart Card, die könnt ihr dann ziemlich offen rumliegen lassen, solange ihr die eben gut vom Gerät eben getrennt aufbewahrt. Okay, jetzt wo ich noch einen zweiten Spectre Shield dabei habe, zeige ich euch noch gleich, was passiert, wenn ich eben die Karte, wo ich es encrypted drauf gespeichert habe, mit dem anderen Gerät einlese. Ihr kennt schon mal die Smart Card. Aber wenn man dann auf Next geht, also den PIN eingibt, dann kommt eben eine Fehlermeldung und man erkennt, dass es eben nicht geht. Und natürlich, falls ihr noch keinen Spectre Shield habt, findet ihr einen im Frankenstein Shop, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch die Smart Card findet ihr im Frankenstein Shop. Und das Coole von denen aus dem Frankenstein Shop, die sind schon vorgeflasht. Die müsst ihr nicht noch, weil normalerweise muss man die extra noch in so ein bestimmtes Gerät reinmachen und ein paar Befehle in diesem CMD ausführen, was viele eben nicht mögen, weil es eben ja unangenehm ist. Und mit denen im Frankenstein-Shop haben wir das schon gemacht. Ihr müsst die nur, wie ich es gemacht habe, reinstecken, fertig und das war's schon. Also spart ihr echt euch viel Arbeit, wenn ihr die einfach aus dem Frankenstein-Shop holt. Link ist auch in der Infobox. Und wie davor erwähnt, findet ihr hier jetzt das Video, wie ihr das Ganze eben mit Spectre Desktop verbinden könnt und wie ihr da eben das als richtiges Wallet verwenden könnt. In dem Video eben noch mit Text, aber ihr könnt es wie gesagt genauso auf die Smart Card anwenden.